20% der Unternehmen in dieser einen Branche 80% des Umsatzes machen. Gelernt habe. Als erstes eine Harvard-Studie. Harvard hat mal eine Untersuchung gemacht in einer bestimmten Branche, haben sich eine Branche rausgenommen, eine spezielle Branche, und sie haben mal geschaut, wie viel Umsatz machen dort die stärksten Mitarbeiter und wie viel Umsatz machen die stärksten Unternehmen in dieser Branche. Und man hat herausgefunden, dass 20% der Unternehmen in dieser einen Branche 80% des Umsatzes machen. Das heißt im Umkehrschluss, dass die anderen 80%, die weniger erfolgreichen Unternehmen in dieser Branche, nur 20% des Umsatzes machen. Die anderen 20%, die erfolgreichen, die haben 80% des Umsatzes gemacht. Das haben sie in einer speziellen Branche untersucht. Jetzt sind sie in anderen Branchen auch fündig geworden und haben dort dieselbe Untersuchung gemacht. Und sie kamen genau zu dem gleichen Ergebnis. Und sie haben es dann nach dem italienischen Nationalökonom von Vilfredo Pareto, das sogenannte Pareto-Prinzip, benannt. Vilfredo Pareto hat herausgefunden, schon vor einigen hundert Jahren, dass 20% der Italiener damals 80% der Spareinlagen besaß. Und du kannst es heute auf alle Bereiche anwenden. Jetzt ist Harvard aber noch ein Stück weiter gegangen. Sie hat jetzt geschaut, was machen denn die 20 Besten, also die 20% der 20 Besten. Das wären jetzt 4%. Also sie haben nochmal Pareto von Pareto genommen. Sie haben jetzt den 4% der schon Besten genommen. Und wisst ihr, was wir festgestellt haben? Diese 4%, also die Besten von den Erfolgreichen, machen ganze 60% des Gesamtumsatzes. Und jetzt sind sie noch ein Stück weiter gegangen. Jetzt haben sie nochmal Pareto von Pareto. Das heißt, sie haben nochmal die besten 20% der 4% der Besten rausgefiltert. Das waren 0,8%. Sie haben es dann auf 1%, haben sie es dann hochgerundet. Und sage und schreibe, 1% der Besten, das waren top of the top, das waren die allerbesten, halte ich fest, die machen 50% des Gesamtumsatzes. Sie haben nämlich geschaut, was unterscheidet denn diese 80% von diesen 20%? Was machen diese 20%, also die Besten, besser als diese 80%? Die glauben an sich, die Einstellung, ja, ist alles richtig. Wissen, alles richtig. Alles richtig. Es war ganz einfach der Fleiß, die Ausdauer, der Einsatz. Die 20% der Besten haben einfach mehr Einsatz gezeigt. Weißt du, wie viele Verkäufer in Deutschland im Schnitt durchschnittlich mit ihrer Haupttätigkeit, dem Verkaufen, verbringen? Wie viel aktive Verkaufszeit, glaubst du, verbringt ein Verkäufer im Monat nur mit dem Verkaufen beim Kunden? Im Gespräch sein, akquirieren, präsentieren und abschließen. Wie viel Prozent seiner Arbeitszeit? Es sind 15%. Die restlichen 85% seiner Arbeitszeit verbringt er mit irgendwelchen Scheißdreck. E-Mails checken, Post aufmachen, Ablage etc. pp. Jetzt stell dir nur mal vor, ein Verkäufer würde seine aktive Arbeitszeit um 50% steigern. Das heißt, er würde anstatt 15% 22,5% pro Monat mit der Haupttätigkeit dem Verkaufen zubringen. Das heißt, er hätte schon mal eine Umsatzsteigerung um 50%. Diese Leute waren einfach fleißiger. Sie haben die Akquise jede Woche zu ihrem ganz festen Bestandteil gemacht. Ich kann dir eins sagen, akquirierst du nicht regelmäßig, jede Woche hast du einen festen Zeitraum dafür festgelegt, dann wird dir am Jahresende genau dieser Umsatz, genau dieser Profit fehlen. Was haben die denn hier noch für Fähigkeiten gegenüber denen? Was haben die noch mit eingebracht? Also der Fleiß, der blieb immer, plus ganz klare Ziele. Sie wussten ganz genau, was sie wollten. Mit meinen Töchtern und meiner Frau machen wir unsere sogenannte Zielcollage. Da kriegt jeder so einen Bastelkarton, haben wir so einen riesen Stapel Zeitschriften auf dem Tisch liegen und da schneiden wir unsere Ziele, unsere Träume, Visionen für das nächste Jahr, schneiden wir aus, kleben die auf und danach sprechen wir darüber.
Weißt du, was wir am Jahresende feststellen? Die meisten Dinge, die wir dort aufgeklebt haben, haben sich am Jahresende erfüllt. Das Zweite, was diese 4% der Besten ja immerhin schon, ist, sie haben einen ganz starken Glauben an sich. Sie glauben an sich und an ihre Produkte. Leute, und eins der stärksten Lebensgesetze ist das Gesetz des Glaubens. Und da haben wir alle, die meisten von uns, enormen Nachholbedarf. Wir glauben nicht an uns, an unsere Stärken, an unsere Fähigkeiten. Und wenn du diesen unerschütterlichen Glauben nicht hast, dass auch Erfolg für dich da ist in diesem Universum, dann kann ich dir eins sagen, das wird es noch nicht passieren. Eine dritte Säule, die diese 4% der Besten haben, sie haben das richtige Wissen. Du kannst einen Glauben haben, dass der Kunde heute Kunde wird bei dir. Du kannst das felsenfeste Ziel haben. Wenn du die Skills, wenn du das Wissen, wenn du das Know-how nicht hast, nützt dir das alles nichts. Dass die mega Erfolgreichen, die hier, die Spitze des Eisberges, dass die sogenannten Lebensgesetze kannten. Die Gesetze des Lebens. Und diese Gesetze des Lebens habe ich vor 15 Jahren, als ich Teilnehmer war, damals im Lifing 1, habe ich die kennengelernt. Ich kannte sie vorher nicht. Ich kannte das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht. Ich kannte dieses Gesetz, dass jede Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kunden irgendeine Wirkung hat. Ich kannte das Gesetz der Konzentration nicht. Ich habe mich total verfranst in meinem Unternehmen, weil ich alles selber gemacht habe. Ich kannte das Gesetz der Resonanz nicht. Das heißt, dass jeder Gedanke, den ich aussende, eine Bestellung im Universum ist. Und dass Gedanken eigentlich die stärkste Kraft in meinem Leben sind. Und soll ich dir was sagen? 99% der Menschen kennen diese Lebensgesetze nicht. Und ich habe so extrem danach gelebt, nach den Trainingsaufgaben, die ich damals bekommen habe, dass das dazu geführt hat, dass ich heute hier stehe. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. So, liebe Freunde, ihr wisst, was es glaubt.